Traumjob Astronaut oder Astronautin? Mehr als 22.000 Menschen haben sich bei der ESA bei der jüngsten Stellenausschreibung beworben. Mit der Geschlechtergerechtigkeit hat die ESA aber noch ein Problem, was aber nicht an ihr liegt. Nur ein knappes Viertel der Bewerberinnen waren Frauen. Aber die Quote steigt. 2008 waren es erst 15%. Mehr als 22.000 Bewerber zu haben, ist eine ziemliche Zahl, historisch hoch. Wir waren alle erstaunt, das sind deutlich mehr, als wir erwartet haben. Für mich ist es ein Zeichen für das große Interesse und der Begeisterung, die die Menschen in ganz Europa für den Weltraum und für den Job als Astronaut haben. Die ESA suchte speziell nach Menschen mit körperlichen Behinderungen. Man will herausfinden, welche Anpassungen an den Raumstationen notwendig wären, um sie unterzubringen. Nur 4 bis 6 zukünftige Astronauten werden es schaffen. Das Reserveteam besteht aus etwa 20 Personen. Eine Entscheidung fällt Ende 2022.